Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Diese Woche, The Bay City Rollers and Bye Bye Baby. Heißt übersetzt, Auf Wiedersehen Baby. Es geht um einen Mann, der in eine Frau verliebt ist. Das Problem? Er ist schon verheiratet. You're the one girl in town I'd marry. Du bist das eine Mädchen in der Stadt, das ich heiraten würde. Mädchen, ich würde dich jetzt heiraten, wenn ich frei wäre. Ich wünschte, es könnte sein. Tja, es ist aber nicht so. Ich könnte dich lieben, aber warum damit anfangen? Denn wir hätten sowieso keine Zukunft. Sie hat mir den Kopf verdreht, aber ich bin nicht frei. Tja, das hätte er ihr vielleicht gleich sagen sollen. Hätte ihr sagen sollen, dass ich nicht bleiben kann. Da ist ein Ehering an meinem Finger. Sie hat mir den Kopf verdreht, aber ich bin nicht frei. Also? Bye bye baby. Baby, auf Wiedersehen. Bye bye baby, bye bye. Bye bye baby, bring mich nicht zum Weinen. Bye baby, baby bye bye. Bye bye, was heißt das auf Deutsch? Diese Folge geht, wie alle anderen, jetzt in die SAW Mediathek im Internet auf radio-saw.de. Und dort könnt ihr sie rund um die Uhr alle nochmal anhören. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.